I'm not afraid. You will be. You will be. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Alright Mike, so also das war nicht geplant, das muss ich mal dazu sagen, war nicht geplant. Eigentlich wollte ich eine geile Szene drehen, wie ich mit dem Lichtschwert rumfummel, geiles Intro machen, voll dahin losgegangen. Mein Vater wird stinksauer sein, es ist stockduster hier im Raum, ich könnte kotzen, hab gar keinen Bock. Aber jetzt geht's scheiß auf die Lampe, es geht zur Ballers League, Freunde. Wir sehen uns auf dem Weg in die Ballers League. Ich mach den Scheiß weg. Daumen hoch, Abo dalassen, sonst passiert das mit euch. Fuchs, ey, ha? Boah, Alter. Ey, dafür bin ich zu alt für den Scheiß hier, echt. Mein Gott, scheiß Minenfeld hier. Digga, das bockt doch nicht, Alter. Neue Schuhe an, Digga. Ja, Freunde, ich bin jetzt auf dem Weg nach Köln. Heute geht's zur Ballers League. Ich verwechsel das immer, Digga. Was gibt's denn da für Ligen, Alter? Ich treffe mich um 17.15 Uhr mit dem Tom. Dann fahren wir da hin. Das ist bei irgendeiner Motor irgendwas. Ich check das auch gar nicht. Wie sollen da die Leute Fußball spielen? Mate, I'm in fucking Köln, you know what I'm saying? Ich muss jetzt noch eine halbe Stunde auf Tom warten. Gruß und Kuss geht raus, bester Mann. Hallo, einmal zur Ballers League, bitte. Ein Wildpinklein, freier Wildbahn. Das kannst du dir nicht ausmalen. Wir sind jetzt da bei der Mutterwelt und jetzt gehen wir rein. Ich kann aber nicht zu viel filmen, weil ich muss ja für Tom filmen. Und wenn ich jetzt zu viel für mich filme, ist das kacke und unkorrekt. Ja. My, look at that. Der ist schon mal ein paar Dinger ziehen, Alter. Hier mal ein paar Flugbälle schlagen. My, that looks fucking fire over here, ha? Huh? Digga, echt krass. Geil, Alter. Bro, du kannst ja fast ein Knieslein machen. Moin. Hi. Fucking fire hier, man. So many legends over here. Tom geht jetzt in den Monster-Stream. Ich trau mich nicht in den Monster-Stream. Seid ihr ready? Ja, ja. Ah, sorry. Moin, Leute. Moin, Leute. Drei Mark hier. Cheers, mate. Wollen die ganz hier? Nice hustling, ne? Nice, some food here. Richtig abschmatzen jetzt die. Falsches Nummer. Falsche Nummer? Sehr gut. Okay. Sorry, ciao. Sehr gut. Wenn ich groß bin, möchte ich das auch mehr. Eine so Kamera. Ein Traum. So ein dickes Ding zwischen den beiden. Neue Vlogging-Cam. Wir fangen jetzt Toms Video an zu drehen. Die Drehungen laufen auf Hochtouren. Das erste Spiel ist bereits um. Ich kann mal gucken, wie es gerade gegeneinander spielt. Wir haben einmal Käfig Tiger gegen Rotatus. Boah. Raus, raus. Boah. Boah, hohes Bein hier, oder was? Man's chilling here in the backyard, you know what I'm saying? Video bisher läuft super, muss ich sagen. Ich finde es bisher sehr, sehr cool hier. Es ist ein sehr großes Event, sehr groß aufgezogen, sehr cool. Natürlich sehe ich mich eigentlich selber auf dem Platz, ist ja klar wie Toastbrühe. Gerade Alicia Lehmann getroffen. Wow. Wow, wow, wow. Kontrollier das Game wie Alicia Lehmann beim Fußballspiel. Voll reingeschissen, voll schlecht. Richtig scheiße. Ja, Leute, es ist schon sehr, sehr spät. Es ist 1 Uhr und ich mache jetzt die Spülmaschine an. Wie im letzten Vlog. Ich hab's gesagt, es ist wie zu Hause. Das ist das. Ja.
Danke an Tom, dass ich dabei sein durfte. Checkt auf jeden Fall Tom. Bah, fuck's sake. Hello guys, back at home. Freunde, ich werde euch jetzt mal ein super, super, super Meal zeigen. Deswegen bleibt dran, wir machen heute Burrata, Ekadata, Motoka. So guys, first things you need, the very important thing is the Burrata. Burrata, den kriegt ihr beim Rewe, den kriegt ihr beim Aldi, den kriegt ihr überall, okay? Some fresh tomatoes, really important for the great of taste. Dann habe ich hier noch ein Gewürz, ein Tomaten-Mozzarella-Gewürz. Ich weiß, ist kein Mozzarella, aber... Hey Leute, ganz wichtiger Scheiß, ne? Das muss auf jeden Fall mit rein. Ein, ja, sehr, sehr frisches Baguette, wo hier schon leider ein bisschen genascht wurde. Keine Sorge, es war nicht ich. Schneidet euch auf jeden Fall ein dickes Stück ab, ne? Ich mache jetzt mal einfach vor. So, und jetzt kommen wir zum wichtigen Part. Was ihr jetzt macht, ist, ihr nehmt Olivenöl, am besten das Bertingeröl, Bertolliöl. Und dann macht ihr eine Seite. Eine, okay? Nicht beide. Ofen ist vorgeheizt. Haut in den Scheiß rein. In der Zeit, wo das Brot drin ist, da muss es passieren. Da müsst ihr die Tomaten schneiden, da müsst ihr den Burrata aufmachen. Da müsst ihr... Ne? Digga, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Drei Maisköpfe. Boah, die waren echt gar nicht so weg. Sorry für die kleinen Komplikationen. Jetzt nehmen wir die Tomaten, schneiden die, machen den Burrata auf. Und ich zeige euch gleich einfach, wie ich es zubereite. Tomätchen, Alter, ultra schief. Oh. Die Tomaten viertel ich immer, das heißt, ich mache ganz wichtig auch der Kollege Schnittschuh hier, Basilikum, Basilika, Basilico. Hier haben wir den Burrata, den werde ich jetzt in einen kleinen Schnitt versetzen, einmal so, et voilà, s'il vous plaît, wie könnt ihr, wie dit ihr der? Dann brauchen wir ein kleines Gäbelchen, damit werden wir den dann draufstreichen, ganz simpel, ganz locker. Ich hol jetzt das Brot, gehen wir mit der Gabel in den Burrata rein. Nimm eine ordentliche Kelle und schmieren uns das hier so krass drauf. Heißt, Tomaten scheppern wir drauf, dass wir bei jedem Bissen Tomate mit Burrata haben. Es bringt nichts, wenn ihr am Ende dann nur noch eine Tomate und so da habt. Das ist scheiße. Kommt das Zaubergewürz? Scheiße. Jetzt bei Sanko nicht zu viel bitte, weil zu viel ist, schockt nicht. Schockt einfach nicht. Boah, voll gesüpft. Priesel ich mir da so ein bisschen drauf. Ganz locker, ganz flockig. Nicht zu doll, auch nicht zu viel. Jetzt ganz, ganz wichtig, hier die Kollegen. Also wirklich da, ich kann doch nicht ohne die, weil irgendwie ohne die schockt einfach nicht. So sieht das dann aus, Baby, Baby. Und dann macht ihr einfach nur noch diesen hier, zack. So, Freunde, sieht das dann aus. Ganz wichtig, bevor ihr anfangt zu essen, macht euch den Drink auf. Weil wenn ihr am Essen seid und fettig, alles ekelhaft, und dann müsst ihr aufmachen, schockt nicht. Nimmt auch schon mal ein Sipp ruhig, ne, ist klar. Oh mein Gott, hab ich da jetzt... Kurze Sache noch zu gestern, richtig krass, Alisha Lehmann war ja da, ich muss sagen, ich habe die bisher immer auf Instagram gesehen und hübsche Dame, richtig hübsch, mir ist immer nur aufgefallen, sehr krass überschminkt, viel Schminke drauf, alles cool. Dann habe ich mir gestern gedacht, komm, ich mache jetzt mal ein Bild mit der, ne? Wer weiß, wann man die nochmal wieder sieht. Hit me up, Charming. Ich mache ein Bild mit der, dachte, komm, muss ich in die Insta-Story fetzen, ist auch Thumbnail dieses Bild geworden. Auf jeden Fall, zack, auf einmal, ich krieg bra, 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 bra. Schreiben mir alle Leute auf einmal. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ne? Was habe ich gepostet? Digga, guck ich mir das Bild auch mal an. Ich blende jetzt mal hier. Alisha Lehmann rein. Hübsche junge Dame. Auf dem Bild, was ich mit ihr gemacht habe. Hier. Ich weiß auch nicht. Also irgendwas, ich keine Ahnung. Also ich habe auch einen TikTok gepostet. Ist leicht viral gegangen und da sind Kommentare, die möchte ich euch eigentlich nicht vorenthalten. Die Ballers League ist vorerst vorbei, aber wisst ihr, was nicht vorbei ist? Meine Zukunft als der beste, tollste und krasseste Lichtschwertkämpfer. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Lasst einen Kommentar und ich bin noch sprachlos, bin ich ehrlich, ich bin sprachlos.